Wir sind gekommen an das Ende unserer Auftaktveranstaltung. Es wird Zeit für Afrika. Das Schlusswort wird Sabine Opdiambo sprechen, als stellvertretende Generalsekretärin der Deutsche Afrika-Stiftung. Gesagt, wir haben das ja hier veranstaltet zusammen mit der Afrika-Stiftung und uns heute so zwischendurch schon Ideen und Konzepte zugeworfen. Da werden wir sicherlich das nicht bei dieser Veranstaltung belassen, da wird mehr raus werden. Und deshalb freuen wir uns, Sabine, wenn du das Schlusswort sprichst. Bitte? Okay, wunderbar. Ja, ich glaube, nach Herrn Liebing fällt mir die zweitschwierigste Aufgabe zu, denn ich stehe zwischen Ihnen und dem Weihnachtsmarkt. Aber ich versuche mich. Oh, okay. Das ist traurig. Trotzdem stehe ich zwischen Ihnen und Ihrer Heimfahrt. Aber ich versuche es trotzdem kurz zu fassen. Zunächst einmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein konnte und diese wirklich vielfältigen Beiträge hören konnte, die alle zeigen, es wird Zeit für Afrika. Bei dieser Auftaktveranstaltung, von der ich hoffe, dass wir noch viele Folgeveranstaltungen sehen werden, standen ja vor allen Dingen Chancen im Vordergrund, die insbesondere in den Bereichen Energie, Wissenschaft und Infrastruktur auf dem afrikanischen Kontinent bestehen. Und ich denke, durch die vielen verschiedenen Beiträge, Gespräche, Projektvorstellungen, haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier nicht nur gesehen, was es bereits an verschiedenen Projekten und Kooperationen gibt, sondern auch, wie diese gut funktionieren und was sie so erfolgreich macht. Und ein paar Punkte habe ich mir aufgeschrieben, die sich da auch vor allen Dingen, wo Gemeinsamkeiten zwischen Unternehmertum und Wissenschaft auch erkennbar geworden sind. Bei beiden zeigt sich, dass der Wissenstransfer und die Ausbildung essentiell für den Erfolg des Unternehmens oder auch eines Projektes sind und unbedingt in die Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent eingebunden werden sollten, auch um eben im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln. Ich würde aber auch sagen, dass das nicht unbedingt eine Einbahnstraße ist, denn gerade wenn man in die Start-up-Szene geht oder über technologische Innovationen spricht, dann denke ich, können wir auch vom afrikanischen Kontinent lernen. Gerade heute Morgen ist mir wieder aufgefallen, dass in einem Überlandbus in Kenia ich stabileres Wi-Fi habe als in der Deutschen Bahn von Berlin nach Osnabrück. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in allen Vorträgen vorgekommen ist, ist die Frage der lokalen Verankerung. Nur mit Partnerinnen und Partnern vor Ort vom afrikanischen Kontinent kann ein Projekt erfolgreich gelingen. Denn sie kennen die Chancen, aber auch die Herausforderungen, sie kennen die Bedürfnisse und auch Lösungsansätze für mögliche Projekte. Und es freut mich zu sehen, dass eigentlich alle Beiträge heute gezeigt haben, dass sie alle bereits mit Partnerinnen zusammenarbeiten. Damit zeigen sie, dass sie längst das umsetzen, was in der Politik seit Jahren beschworen wird, nämlich die vielbeschworene Partnerschaft auf Augenhöhe. Es wurde heute auch gesagt, in der Politik wird viel gesagt und wenig umgesetzt. Und bei dieser Partnerschaft auf Augenhöhe würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Denn solange wir etwas beschwören oder einfordern müssen, existiert es nicht. Sie aber haben heute gezeigt, dass es sehr wohl in der Praxis bereits existiert. Eng verknüpft mit der Frage nach der lokalen Verankerung ist die Frage des Netzwerkens und der Vernetzung. Ich habe das als zentralen Bestandteil aller Vorträge eigentlich ja, wahrgenommen. Wir müssen uns besser vernetzen mit dem afrikanischen Kontinent, aber auch hier in Deutschland untereinander, unter den Organisationen, Institutionen, über die verschiedenen Disziplinen hinaus, die sich mit Afrika beschäftigen. Und ich denke, dazu hat diese Veranstaltung heute definitiv erfolgreich beigetragen, um genau das zu schaffen. Persönlich besonders spannend fand ich übrigens, dass der Kontakt und die Idee für viele Projekte heute durch persönliche Verbindungen auf den afrikanischen Kontinent entstanden sind, sei es der regelmäßige Mauritius-Urlaub oder über die afrikanische Diaspora oder der Onkel, der bereits ein Projekt in Afrika hat. Und ich denke, das zeigt, dass viel eben nicht über politische Initiativen entsteht, sondern über persönliche Verbindungen und dass das eine Quelle ist, die wir nicht unterschätzen sollten, dass Sachen entstehen, wenn wir Menschen zusammenbringen. Neben diesen Erfolgsfaktoren nehme ich von heute aber natürlich auch noch eine Reihe von Herausforderungen mit. Ganz vorne das Problem der Finanzierung.
auf Unternehmerseite in Form von mangelnder Risikofinanzierung oder auch die Unmöglichkeit, Kredite bei normalen deutschen Banken zu erhalten, die nicht speziell auf Development Finance ausgerichtet sind, oder auf wissenschaftlicher Seite in der Bereitschaft, Kooperationen einzugehen oder auch über die komplizierten Projektförderanträge, die gestellt werden müssen. Vernommen habe ich hier auch Kritik an der Politik, da zu wenig passiert oder gar, dass einem Unternehmer angeraten wird, in ein Land zu gehen, weil es politisch gerade in ist, aber für den Unternehmer eigentlich wenig Sinn macht. Und eigentlich soll ja Politik auf die Praxis reagieren und nicht umgekehrt. Deswegen möchte ich Sie aber trotzdem weiterhin ermuntern, als jemand, der im politischen Berlin arbeitet, weiter an die Politik heranzutreten und Ihre Erfahrungen auch zu teilen. Denn wie Herr Liebing auch schon sagte, mit Blick auf EZ und Afrikapolitik, wir brauchen nicht more of the same, sondern etwas anderes. Und das kann natürlich nur passieren, wenn wir auch Ihre Erfahrungen aus der Praxis in der Politik stetig, wenn wir damit anklopfen und das vortragen. Schließlich wurde heute auch über das Hauptproblem gesprochen, weshalb es überhaupt so viele Vorbehalte gegenüber dem afrikanischen Kontinent gibt, sowohl unter Unternehmern, Banken, Wissenschaftlern, aber auch Politikern, nämlich das Afrika-Bild in der deutschen Öffentlichkeit und speziell in den deutschen Medien. Das ist quasi auch der rote Faden, der sich hier durchgezogen hat. Das Afrika-Bild in den deutschen Medien sorgt natürlich dafür, dass wir nicht genug wissen über den afrikanischen Kontinent, dass die wiederholte Darstellung auch von Afrika als Krisen- und Katastrophenkontinent im Prinzip Investitionen verhindert und auch Partnerschaften verhindert. Wir sehen das auch gerade wieder am Beispiel Omikron. Denn die Möglichkeit, dass südafrikanische Forscherinnen und Forscher einfach grandiose Arbeit leisten und eine Mutante entdecken, die scheinbar gar nicht vom afrikanischen Kontinent selbst zu stammen scheint, die kam gar nicht in Betracht, sondern es wurde sofort tituliert, das Virus aus Afrika kommt. Und natürlich wurden auch ganz schnell die Grenzen dicht gemacht. Der Schaden solcher Berichterstattung, denke ich, ist sehr schwer wieder wettzumachen. Es bleibt also noch ganz viel zu tun mit Blick auf das Afrika-Bild in den deutschen Medien, damit wir auch eine differenzierte Berichterstattung erreichen. Daher freut es mich, dass wir jetzt auch am Ende noch das Projekt, Social, ja, genau, dass wir das noch hier auch vorgestellt bekommen haben. Was mir daran besonders gefällt, ist auch, dass es die sozialen Medien einbezieht, gerade die junge Leute auch erreichen, TikTok, also mein 13-Jähriger guckt das ständig. Deswegen, das fand ich sehr gut. Und auch wir als Afrika-Stiftung, das ist tatsächlich ein Thema, was uns besonders am Herzen liegt. Wir haben einen wöchentlichen Pressespiegel, in dem wir versuchen, genau diese differenzierte Berichterstattung zu erreichen. Sie können sich gerne über unsere Homepage da anmelden oder direkt bei meiner Kollegin heute noch hier vor Ort. Und es soll ja gar nicht darum gehen, dass wir Afrika rosig darstellen. Auch das wurde heute angesprochen. Natürlich gibt es Probleme, natürlich gibt es Herausforderungen wie Korruption, schlechte Regierungsführung oder auch Herausforderungen sicherheitspolitischer Natur. Aber wir haben, und auch das muss man leider immer noch betonen, einen Kontinent mit 54 Ländern, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Bedingungen haben. Diese gilt es eben darzustellen. Es bleibt also die Aufgabe von uns und auch von allen hier im Raum, weiter für ein solches differenziertes Afrika-Bild zu arbeiten. Und hier möchte ich nur noch einmal ganz kurz zwei Gedanken anstoßen, denn ich denke, dass die Problematik nicht nur in den Medien besteht, sondern auch im Schulsystem, weil wir bereits aus der Schule als junge Erwachsene kommen mit einem negativen Afrika-Bild. Auch daran, denke ich, muss gearbeitet werden. Und vielleicht sollten wir auch mal überlegen, mit Blick auf, wie wir mit anderen Kontinenten kommunizieren, ob wir einem differenzierten Afrika-Bild gerecht werden können, wenn wir von deutsch-afrikanischen Beziehungen sprechen oder von der afrikanischen Diaspora. Denn mit Blick auf andere Kontinente machen wir das natürlich auch nicht. Damit möchte ich schließen. Ich danke den Veranstaltern, ganz besonders natürlich der Deutschen Stiftung Umwelt und
allen weiteren Partnern und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, danke dir. So, dann haben wir das Ende erreicht. Also mir hat Spaß gemacht, viele Informationen. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder. Schön gesund bleiben, negativ bleiben und wir melden uns. Mehr Infos finden Sie unter www.eurafrikainstitut.org.